Hallo meine lieben Freunde, ja, eine Info für euch zu Ark. Ich weiß, ihr seht jetzt Ark hier nicht im Hintergrund. Sorry dafür, weil ich kann Ark nicht mal starten. Ich habe das Update nämlich nicht installiert. Ja, ich habe heute Morgen, war bei mir Update-Info und ich wollte das Update dann installieren, leider. Ja, ich habe die PS4 auf Ruhemodus gestellt, damit es runterlädt. Meine Einstellungen sind auf Runterladen in Ruhemodus gestellt. Meine PS4 hat aber einen Absturz währenddessen. Deswegen hat es heute den halben Tag das nicht runtergeladen. Weil ich heute einen halben Tag mal ein bisschen draußen war und im Garten was gemacht hatte. Meiner Mutter geholfen habe und so. Und ja, da hat es dann heute halt, ja, nichts gemacht, ne? Und bei mir ist gerade kein Sound. Wie kann das sein? Wir hatten auf jeden Fall Absturz gehabt, Leute. Und deswegen hat es das Update heute nicht installiert. Und deswegen werdet ihr heute keine Arc-Folge sehen, weil es dauert 15 Stunden, Leute. Echt? Sorry, bitte, ey. Aber es will momentan will gar nichts klappen, dass ich Arc euch zeigen kann, ne? Den Fortschritt und so. Und ja, ich wundere mich, warum momentan das nicht klappen will. Ehrlich, sorry Leute, dass es nichts wird anscheinend. Ja, dazu halt das Video, dass es nichts wird damit heute definitiv nicht mehr, weil die 23 GB, ich muss noch 23 GB von den 28 installieren. Deswegen, Leute, es lohnt sich heute nicht mehr, das Video rauszubringen, weil wenn das jetzt so, sagen wir mal, 20 Uhr fertig ist und ich dann noch ein bisschen zocken will, ja, da lohnt sich das ja auch nicht mehr zu sagen, heute kommt es da raus. Also das Video wird definitiv noch eine halbe Stunde dauern, deswegen, ja, deswegen lohnt es sich dann heute nicht mehr, das sagen, also dass ihr noch drauf wartet. Deswegen das kleine Video jetzt dazu, bringe ich das heute stattdessen hoch. Und ja, ihr werdet auch ein kleines Gameplay mit Chewbacca sehen die nächsten Tage. Es ist wirklich Highlight. Was ich da nur zu sagen will, es hat mich ehrlich aufgeregt und ihr werdet es auch dann sehen am Ende. Ich spiele auf einmal mit Lando. Ja, ihr seht es auch garantiert, weil ein verdammter scheiß fucking Teammate meint, also weil ein verdammter Teammate meinte, sorry wegen den Schimpfwörtern, aber sorry, weil, also weil, nicht sorry, weil er meinte, dieser Sack, er meinte, er müsste Chewbacca nehmen, nur weil ich aus Versehen halt gedrückt, X gedrückt hatte, ne? Weil ich so genervt war, weil ich gestorben bin, wieder. Da habe ich aus Versehen X gedrückt, ja. Bin aus Versehen in Heldenauswahl geswitcht. Und dann auf einmal meinte dieser Sack, ja, dieser Sack meinte, dass ich dann, dass er Chewbacca auf einmal nehmen musste, weil ich der Beste war in der ganzen, in dem Match, ne? Meinte er muss dann auf einmal ihn nehmen. Und ihr werdet es auch sehen, dass ich der Beste war in dem Match. Ja, ihr werdet dann auf jeden Fall das Gameplay sehen. Es hat mich ever aufgeregt, Leute. Ich denke mal, ihr werdet es dann, wenn ihr es seht, kriegt das euch garantiert auch auf, dass der mal ein Gameplay so kaputt macht, ja. Ernsthaft, ey, das finde ich echt, echt scheiße von dem. Und ja, auf jeden Fall dazu halt die Info. Ist wirklich, mich hat das übelst aufgeregt, dass das so ein Sack war. Ehrlich, ey. Nee, so Leute gehen gar nicht. Also, die sind nicht sozial, die sind nicht mal annähernd, nicht mal annähernd nett. Ehrlich, ne. Also, die müssen sich mal vorstellen, du hackst kurz, ne? Du gibst einfach nur ein Hack ein und auf einmal haben die ihren Helden nicht mehr. Sie wurden aus dem Game gekickt und haben ihren, nee, sie wurden nicht rausgekickt, sondern sie sind auf einmal gestorben. Aus heiterem Himmel killt euch einfach der Teammate und nehmt dann euren Charakter, ja? Zum Beispiel, ihr seid Darth Maul, jemand hackt mal kurz und boom, ihr habt keinen Darth Maul mehr. Und der Mate hat auf einmal Darth Maul, obwohl ihr gerade gelebt habt, ne? Ja, genau so fühlt man sich da in dem Moment. Also nicht, als wäre man gehackt worden, sondern man fühlt sich richtig verarscht von dem Teammate, dass er so eine Scheiße bringt, ja. Und ja, also da seht ihr dann halt eine ganze Runde, also bis fast Rundenende seht ihr dann ein komplettes Gameplay mit Chewbacca. Und ich muss sagen, das ist auch eins Best of Chewbacca Gameplay. Und ja. Das werdet ihr sehen. Ich hoffe, es gefällt euch und einen schönen Tag euch noch, Leute, auf jeden Fall. Und morgen hoffe ich, dass ich das aufnehmen kann für euch, das Gameplay. Wenn nicht, werde ich es hoffentlich für euch am Wochenende schaffen. Und da sage ich für euch bis zum nächsten Video. Da hören wir uns dann. Bis zum nächsten Video.